Das ist meine Interpretation eines mobilen Computers. Für die Mobilität sorgen im Innern des Koffers 4 Servos und ein Raspberry Pi als Steuereinheit. Das Projekt wurde durch eine Offerte von DF Robots angestoßen, die 5 Servos und 4 sogenannte Omni-Wheels umfasst. Bei 4 der Servos handelt es sich um Typen für kontinuierliche Rotation, die auch als 360-Grad-Servos bezeichnet werden. Diese dienen als Antriebsmotoren, an denen die Omni-Wheels befestigt sind. Über ein Pulsweitensignal kann der Motor im oder entgegen dem Uhrzeigersinn angesteuert werden. Ein von außen zugängliches Potentiometer ermöglicht es, die Nullstellung des Motors zu justieren. Mit den 4 Antriebsrädern kann der Kofferroboter vorwärts oder rückwärts fahren, sowie sich auf der Stelle drehen. Eine Besonderheit der Omni-Wheels ist, dass sich der Roboter auch seitwärts bewegen kann, was bei geöffneter Kofferklappe nicht ganz so gut funktioniert, da dann die Bodenhaftung der Vorderräder geringer ist. Ein Gyroskop mit ein paar Zeilen extra Programmcode könnte Abhilfe schaffen. Ermöglicht wird die Seitwärtsbewegung durch kleine Rollen auf der Lauffläche der Räder. Diese sind mit ihrer Rotationsachse im 45-Grad-Winkel zur Drehachse des Hauptrades angeordnet. 2 unterschiedliche Typen Omni-Wheels werden benötigt, die zueinander spiegelverkehrt aufgebaut sind. Die kleinen Rollen sind bei der links zu sehenden Variante im Winkel von plus 45 Grad und bei der rechts zu sehenden Variante im Winkel von minus 45 Grad angeordnet. In dem Roboter befinden sich gleiche Omni-Wheels auf den Diagonalen. Für die Seitwärtsbewegung müssen die Räder einer Seite entgegengesetzt zueinander rotieren. Das System funktioniert nur auf einer ebenen Fläche, da alle 4 Räder zu jeder Zeit Bodenkontakt haben müssen. Was befindet sich noch im Koffer? Gekauft habe ich für das Projekt einen Touchscreen mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln sowie eine Tastatur-Touchpad-Kombination, die per Bluetooth mit dem Raspberry Pi 4 verbunden wird. Somit kann der Roboter unter Verwendung seiner eigenen Hardware programmiert werden. Momentan schreibe ich neue Kapitel zur Softwareseite meiner Serie über Physical Computing und mit dem Kofferroboter kann ich Beispiele programmieren und vor allem schnell testen, ob der Code auch so funktioniert, wie erdacht. Da blinkende LEDs üblicherweise den Einstieg in die Welt der Programmierung von GPIOs darstellen, sind 5 Stück davon im Innern des Koffers angebracht. Die einfachste Art Sensor zum Einlesen von Daten sind Schalter, 2 Taster befinden sich unter den LEDs. An einem 5. Servo ist ein Raspberry Kameramodul befestigt, womit dieses für Videokonferenzen oder zur Übertragung von Bildern im Robotermodus verwendet werden kann. Mit dem auf dem Raspberry Pi laufenden Apache Webserver kann der Roboter per Browser ferngesteuert werden und Kamerabilder übertragen. Wie das geht, steht in verschiedenen Kapiteln zu Physical Computing auf meinen Seiten. Darin zeige ich, wie mit Python Scripts, einem entsprechend konfigurierten Apache Webserver sowie HTML und JavaScript GPIOs über tausende von Kilometern hinweg angesteuert werden können. Die benötigte Software ist quelloffen und frei verfügbar. Niemand muss sich in einen App Store einsperren, um die Programme zu schreiben, welche im wahrsten Sinne des Wortes die Welt bewegen. Zum Bau des Roboters müssen lediglich ein paar Öffnungen in den Koffer geschnitten und gebohrt werden. Wie immer habe ich das nicht mit allzu hoher Präzision gemacht, denn auch so funktioniert alles bestens.
Die einzelnen Komponenten sind mit 3mm Schrauben befestigt oder mit Heißkleber angebracht. Mit den beiden Powerbanks als Energiespeicher, einer für die Servos, einer für den Raspberry Pi, ist die Programmierstation über mehrere Stunden einsatzbereit, kann aber auch per Steckdose betrieben werden. Und was man diese Zeit über so alles mit Software und GPIOs machen kann, dazu gibt's viele Beispiele auf meinen Seiten, die Nachbauanleitung für diesen Kofferroboter inklusive. Klickt mal rein! Wer mich in meinen Bemühungen, Physical Computing zu erklären, finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben.